Schluss. Und wir sind noch nicht durch. Vielen Dank. Ja, das wird jetzt nicht einfach mit Wetten, dass. Mit Wetten, dass geht eine Ära zu Ende. Wetten, dass hat TV-Geschichte geschrieben und das deutsche Fernsehen geprägt wie keine andere Show. 1981, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, im Geburtsjahr war Helmut Schmidt noch Kanzler, haben ABBA beispielsweise noch gemeinsam Musik gemacht oder Matthias Schweighöfer, der mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist, war noch nicht einmal geboren. Wir sind dankbar, dass wir Teil dieser 33-jährigen Geschichte sein durften. Nicht nur ich, der ich jetzt gerade hier vorne stehe, sondern dieses wunderbare Team. Die Leute, die gerade im Ü-Wagen sitzen, unsere Regisseure Frank Hof und Volker Weiker. Sascha Arndt beispielsweise. Die Jungs hier an der Kamera. Viele, viele andere, die uns sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Jeder einzelne von ihnen ist gemeint. Ja, Wetten, dass war 33 Jahre lang verrücktes, schönes Kindergeburtstag feiern, der längste Kindergeburtstag der Welt. Die Kandidaten, aber auch die Zuschauer haben diese Sendung zu dem gemacht, was sie eigentlich ist. Früher saßen wir nämlich alle mal, und das haben wir heute mehrfach gehört, im Bademantel vor dem Fernseher. Es gab Limonade, es gab Salzstangen und wir durften alle ein bisschen länger aufbleiben, um Wetten, dass zu schauen. Und ich glaube, in vielen Familien war es auch heute Abend so. Wir verabschieden uns von Ihnen mit den schönsten Bildern aus 33 Jahren und wir verabschieden uns mit einem, dessen Auftritt ebenfalls der letzte überhaupt im Fernsehen sein wird, denn auch er beendet heute Abend und genau hier, wie Wetten, dass, seine Fernsehkarriere. Hier ist unheilig mit Es wird Zeit zu gehen. Das war's. Machen Sie es gut. Das Leben geht weiter. Wetten, dass. Bis bald. Dankeschön.